Central library contains a medieval occult text that may be the key to stopping the zombie invasion. The Book of Souls. You know what you must do. Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Bibliothek des Bösen, einen Anfang. Ja, mein Freund Joker ist jetzt leider nicht mit dabei, weil mir ein kleiner Fehler unterlaufen ist. Das heißt, ich habe einen Teil von unserem Let's Play, gemeinsamen Let's Play aus Versehen gelöscht. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, dann spiele ich das bis dorthin wieder nochmal alleine. Zeige euch das, dass ihr auf jeden Fall nichts verpasst. Also praktisch, ich spiele jetzt bis zu dem Punkt, wo dann wieder umgeschnitten wird und dann spielen wir wieder zusammen mit ich und Joker. Aber dass ihr von der Story und so weiter nichts verpasst oder was so alles passiert in der Zeit, habe ich mir gedacht, durch das im Singleplayer jetzt nochmal spielen, um euch das zeigen zu können, was da noch alles vorkommt. Also jetzt einen kleinen Spessel, so Singleplayer Action, und dann kommt der Schnitt wieder mit Joker zusammen. Ha, ihr könnt da nicht durch, haha. So, dann wollen wir mal loslegen. Ich habe auch versucht, Joker nochmal zu erreichen oder so, dass ich das vielleicht nochmal nachreichen kann. Aber leider hat das nicht geklappt. Yo, die Killcam ist beim Singleplayer natürlich sehr beliebt. Und die kann ich euch ja natürlich jetzt zeigen in schönster Ausführung, was es gibt. Ah, sind das nicht schöne Bilder? Okay. Ihr verpasst auf jeden Fall nicht viel von uns beiden, das ist schon mal klar, höchstens ein Teil vom Spiel. Aber nur den kleinen Anfang, also mehr nicht. Und dann switch ich gleich um und schneide es zusammen und dann geht's wieder im Duett weiter. Wow. Also von der Stärke jetzt her gesehen ist alles noch beim Alten. Außer dass, wenn wir zu zweit spielen, natürlich mehr Zombies da auftauchen. Aber von der Stärke der Zombies ist alles noch gleich. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Bleibt gleich mal liegen hier. Eieiei. Bevor er nochmal aufsteht. Also ihr verpasst nicht wirklich viel. Wow! Wo kommst du jetzt her? Den habe ich auch in der Killcam schon gesehen. Dass der nochmal aufgestiegen ist, die Sau. Ja, macht ja nichts. Boom! Haha, voll ins Auge getroffen. Ja, so tötet man die Zombies. Und als kleines Special dafür, dass ihr das jetzt erleiden müsst, dass ihr kurz mal ohne Joker sein müsst, habt ihr ja die schönen Killcams jetzt.
Das ist natürlich auch mal was Schönes. So. Und Volltreffer. Achso, noch kleine Informationen kann ich jetzt dazu geben, weil wir ja das ganze Sniper Elite Zombie Army, den ersten Teil, schon längst komplett alles abgedreht haben. Also werden jetzt die nächsten Teile noch kommen, also praktisch die nächsten zwei Missionen. Und dann denke ich, werde ich mit Joker den zweiten Teil angehen. Und der kommt dann natürlich auch auf meinen Kanal. Und was ich jetzt noch dazu sagen könnte, Dankeschön an die 26 Abonnenten, die ich inzwischen gesammelt habe. Ich danke euch ganz herzlich dafür, dass euch meine Videos gefallen. Ich hoffe, ihr schaut sie weiterhin an und ja. Wird auf jeden Fall demnächst noch einiges mehr kommen. So, jetzt konzentrieren wir uns mal wieder aufs Spiel. Wer jetzt denkt, es ist leichter oder so, kann ich euch gleich mal beruhigen, es ist nicht leichter. Oh. Bleibst du jetzt mal stehen, bitte? Der hat Skelett nicht mit erwischt. Aber das liebe ich natürlich am Einzelspieler. Diese Kill-Slogan, also die Zeitlupe. Einfach nur cool. Nice. Boah, das wird ein weiter. Ein richtig schöner Volltreffer. Und nochmal ein Volltreffer. Ja, das haben wir leider nicht im Multiplayer mitbekommen. So. Aber das ist halt der Vorteil vom Singleplayer. Da hat man noch ein bisschen mehr Action. Wie gesagt, Leute, das Spiel ist auf 18 freigegeben. Das versteht sich natürlich von selber, dass das Spiel erst ab 18 ist. Ups. Aber jetzt. Dazu muss man auch sagen, es gibt ja auch den Originaltitel Sniper Elite. Also nicht Sniper Elite Zombie Army, also sondern Sniper Elite. Und in der deutschen Fassung gab es damals diese Killcam nicht, die wo wir jetzt hier sehen. Aber das ist nachträglich nochmal eingeführt worden. Also jetzt gibt es die Killcam auch in dem Spiel. In der original deutschen von der original deutschen Fassung von Sniper Elite 2 gibt es auch diese Killcam hier. Natürlich muss man auch ganz genau dazu sagen, dass es hier auch die deutsche Version von Zombie Army von Sniper Elite, die original deutsche Version. Mal schnell Munition nachladen.
Und ja, die einzige, also die einzige Unterschied zwischen den zwei Versionen, von der deutschen und von der englischen Version, ist der Name unter anderem, weil der Originaltitel heißt Sniper Elite Nazi Zombie Army. Und der deutsche Titel heißt hier Sniper Elite Zombie Army. Das ist der eine Unterschied. Die Killcams und so weiter, das ist alles original mit dabei. Auch in der deutschen wie in der englischen Version. Der einzige Unterschied dabei ist nur, dass die Zeichen halt praktisch die, zum Beispiel die Hakenkreuzzeichen, die SS-Zeichen und so weiter, dass es die in der deutschen Version nicht gibt. Das ist der kleine Unterschied. Oh, ganz dicker. Nicht toll. Da verpissen wir uns doch mal ein bisschen nach hinten. So, kümmern wir uns erstmal um die Kleinen hier. Das muss ein Headshot werden, oder? Jawoll! Bei dem Dicken hier ist es ja so, man muss den Kopf treffen. Zum Beispiel so. Wenn man das immer wieder schafft, weil er heilt sehr viel aus, dann ist er auf jeden Fall weg vom Fenster. Falls man noch kleine zwischendrin hat, die haut man auch mit dem Headshot am besten weg. Zum Beispiel hier. Wieder so ein kleiner. Weil so kann man gewiss sein, dass die mit einem Schuss tot sind. Aber der dicke ist natürlich ein anderes Kaliber. Ihr seht schon, ich treffe den teilweise, aber nicht komplett. Ja komm, geh doch mal down. Jetzt geht er down. Gut, damit haben wir schon mal ein Ziel erreicht. Das ist schon mal sehr gut. Die Dicken, die sind natürlich sehr gefährlich. Wenn wir jetzt zu zweit gespielt hätten, dann hätten wir zwei von den Dicken bekommen. Höchstwahrscheinlich, ich weiß es nicht mehr genau. Weil es doch schon ein bisschen her, wo wir die ganzen, ja, sagen wir mal, Videos zusammen aufgenommen haben. Da haben wir es auf die Schnelle durchgezogen. Um dann, dass ich es halt rendere und dann hochlade. Aber wie gesagt, ich weiß es damals gar nicht mehr, ob das dann zwei Gegner waren oder so. Aber wie gesagt, ihr habt jetzt den kleinen Bonus vom Singleplayer mit dabei. Die schönen Killcams halt. Ah, oh, sieht heftig aus. So. Dann wollen wir mal weiterlaufen in die Richtung, wo wir hin müssen. Vielleicht finden wir auch nebenbei noch eine Flasche oder so. Wer weiß das schon. Wäre richtig nice. Wenn wir jetzt so im Singleplayer vielleicht noch eine Flasche finden würden. Aber ich glaube, wir haben damals hier alles abgegrast, um Flaschen zu suchen oder zu finden. Und haben keine gefunden, soviel ich weiß. Okay, dann wollen wir mal weiter.
Aus nächster Distanz würde ich sagen, würde ich eine Kurzwaffe nehmen, also eine Handfeuerwaffe. Weil das einfach die einfachste Möglichkeit ist, jemanden zu treffen oder zu zielen. Natürlich kann man auch das MG nehmen, das ist ja jedem selber überlassen. Und hier haben wir unser erstes Safe House. So, mal rein. Yo, so hat das Safe House hier ausgesehen. Hier haben wir noch ein Schild. Die Wehrmacht beschütze. Beschützer der Vater. Vaterlands. Okay. Beschützer des Vaterlands. Würde ich mal sagen, wird es dann richtig ausgesprochen, aber der Vaterland. Das hört sich ein bisschen komisch an. Aber okay. Steht halt mal dort. Hier haben wir einen Adler, einen goldenen. Aber wie gesagt, diese Zeichen wie das Hakenkreuz und so weiter, ist alles entfernt worden, ganz klar, bei dem Spiel. Zum Beispiel bei der deutschen Version, weil, wie gesagt, wir haben ja ein Gerichtsurteil, wo diese Zeichen verbietet. Zumindest nur hier in Deutschland. In anderen Ländern ist das wieder eine andere Geschichte. So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Zum nächsten Punkt. Lecker. Lecker, lecker, lecker. Also wie gesagt, ich würde für Nahkampf eine Pistole empfehlen. Also für mich zum Beispiel ist die Pistole richtig gut, weil damit kann ich richtig gut treffen. Ihr hört schon an der Musik. Es wird langsam spannend, Blut tropft von den Wänden runter. Also wir haben da oben einige Gegner. Ja, manchmal treffe ich auch nicht. Ah, der kommt ein bisschen schneller. Wie gesagt, am besten auf den Kopf zielen. Weil wenn man den Kopf auf jeden Fall trifft, dann... ist man auf jeden Fall sicher, dass er tot ist. Manchmal ist es nicht ganz einfach, aber besser ist es jetzt so, die Munition zu verballern. Auf Pistole. Ah, Skelette. Die kann man zum Beispiel auch schön mit der Pistole abknallen, das ist überhaupt kein Problem. So stark sind die nicht. Und wenn er sich mit der Pistole ein bisschen eingeschossen hat, dann ist das überhaupt kein Problem hier. Auf die loszugehen mit der Pistole. Wenn er beim ersten Mal nicht trifft, scheit, dann, wenn er liegt, schießt nochmal auf den Kopf, dann ist er auf jeden Fall tot. Und dann habt ihr keine weiteren Sorgen mehr. Und müsst euch keine Gedanken machen, ob er wieder aufsteht oder nicht. Sondern er ist dann wirklich tot und ihr könnt in Ruhe euch weiter umgucken. Ah, jetzt kommt das Kinderlachen wieder. Das erinnert mich ein bisschen an Fair, das haben wir, glaube ich, schon mal in einem anderen Teil gesagt. Da gab es auch diese Alma oder wie die heißt. Richtig interessantes Spiel, richtig cool. Da habe ich mich auch sehr oft erschrocken. Oder erschreckt, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Kommen die jetzt von oben oder von unten? Ah, von unten, okay. Und wie gesagt, wenn ihr ihn woanders trifft, im Bauch oder so, legt er sich erstmal hin und dann einfach auf den Kopf zielen. Und dann ist er auch weg. Das sind halt zwei Schüsse. Ich finde es mit der Pistole ziemlich angenehm. Gerade wenn die so langsam hier rumlaufen, also praktisch einzeln kommen, dann kann man sie schön mit der Pistole abknallen.
Wenn ja mehrere Leute kommen, wie ihr bestimmt schon in anderen Folgen gesehen habt, dann nimmt man doch das MG. Dann ist es doch ein bisschen leichter, wenn man ein bisschen mehr Magazine, ja, mehr Munition im Lauf hat. So hat man nur 7 Schuss, aber das reicht immer noch. Für so kleine Horden, sag ich jetzt mal, ist das überhaupt kein Problem. So, liebe Leute. Hier sind wir bei den Bunkern. Da brauchen wir wieder unser Scharfschützengewehr. Jo, und auf die Zombies drauf. Da kommt noch ein Skelett, das haben wir gerade von der... Wow! Und zur Not. Und zur Not, wie gesagt, tretet auf den Gegner drauf, wenn es ein Skelett ist. Ist es überhaupt kein Problem, wenn es normaler Zombie ist, auch kein Problem, dann legt er sich hin. Schuss auf den Kopf, ist er auch tot. Kein Problem. Also wie gesagt, es ist überhaupt kein großes Ding. Man braucht am Anfang natürlich ein bisschen Übung, ganz klar. Aber mit der Zeit kriegt man das auf jeden Fall hin. Jo, nochmal schön eine Killcam. Hä? Ich hab doch auf den Kopf gezielt, oder? Na, nur die Schulter getroffen. Ja.